apoyarse al Movimiento por la Paz en Colombia? Kann man die Friedensbewegung in Kolumbien unterstützen? Si no tenemos información de la situación. Wenn wir keine Informationen über die Lage haben. Yo creo que hay que hacer una... Personalmente soy crítico con la idea de, del apoyo de la comunidad internacional, que tenemos que tener en cuenta de qué hablamos con la comunidad internacional, porque se puede, de manera general, es una falsa idea que está asociada, digamos, a los países occidentales, en realidad. Die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, ich glaube, das muss man kritisch sehen. Das ist, hat viel zu tun mit einer falschen Vorstellung, vor allen Dingen im Westen. Es decir, que hay una manipulación de este concepto de la comunidad internacional, es decir, que se tendría que volver a una verdadera comunidad internacional, pero que hoy en día es una herramienta a favor de las potencias occidentales. Das heißt, dazu müsste man erstmal eine wirkliche internationale Gemeinschaft haben. Und nicht nur das, was wir heute haben, das heißt eigentlich nur ein Werkzeug in der Hand der westlichen Mächte. In diesem Sinne denke ich, dass para poder que la comunidad internacional verdadera, los pueblos, puedan tener su papel en apoyar el movimiento de la paz. Das heißt, damit also die Völker, also die internationale Gemeinschaft als solche, die es wirklich geben sollte, die die Friedensbewegung unterstützen kann. Tendríamos que tener una plataforma comunicacional que hoy en día no existe. Dazu braucht man eine Kommunikationsplattform, die es heutzutage nicht gibt. También tendríamos que construir una cultura de la paz y llevar a cabo una batalla cultural para reapropiarnos del vocabulario de las luchas del pueblo. Wir müssten eigentlich auch eine Kultur des Friedens entwickeln, einen kulturellen Wandel vollziehen. Wir müssten überhaupt die Begriffe dafür wieder für uns zurückerobern, diese Begriffe des Friedens, die eigentlich im Sinne der Bevölkerung wären. Pero no significa que no tengamos nada, entonces tenemos que partir de lo que tenemos y reforzar las herramientas que existen para tener algo de información. Entonces, pienso que hay que reforzar los medios independientes, la gente que ya hace ese trabajo, e intentar que eso tenga más fuerza, inspirándonos un poco de por ejemplo, cómo Telesur ha podido ofrecer una otra opinión. Das heißt aber nicht, dass wir überhaupt keine Mittel haben. Wir müssen einfach mit dem auch ja mit dem Fund wuchern, was wir haben sozusagen. Wir müssen die unabhängigen Medien stärken, wie zum Beispiel Telesur und uns darauf beziehen. O sea, yo no sé quién propone en la izquierda europea tener un equivalente, es decir, una televisión europea. Hay problema del idioma, pero podría crearse una cadena, digamos, desde el punto de vista de los pueblos europeos, que estuviera traducida en varios idiomas. Das ist die Frage, wer in der Linken macht sich das zu eigen und verfolgt so ein Projekt, also so eine Art Telesur aus Europa, wo also wirklich auch trotz der Probleme der Sprachen der Standpunkt der Bevölkerung in Europa wiedergegeben wird. Pero también me parece importante analizar el problema del eurocentrismo, es decir, que una de las cosas importantes es que tendríamos que establecer, es decir, contacto con las redes de comunicación populares en Latinoamérica, que existen y que tendríamos que reforzarlas también, es decir, que hay que apoyar en Venezuela, en Colombia, donde hayan allí plataformas comunicacionales, tendríamos que apoyarlas, intentar darlas a conocer. Ein anderes Problem ist die Frage des Eurozentrismus. Das heißt, wir müssten uns dazu erstmal auch in Verbindung setzen mit den Netzwerken der einfachen Bevölkerung, die es in Lateinamerika gibt, müssten diese auch stärken, die es in Venezuela, in Kolumbien, anderen Ländern gibt, die dortigen Plattformen uns mit denen in Verbindung setzen und sie auch bekannt machen.